Zurückmodus mit drin, zwischenzeitlich wechseln wieder den Offensivmodus. Abschlusszeit, die Hacke, die erste Attacke, das Ding da oben und springt wieder runter. Sagt, die Barrikade ist durchbrochen. Ab jetzt halt es also aufpassen, denn der Punkt ist, ab jetzt kann man auch runterfallen. Weil wir sehen, ausgewichen sind, wenn es halt runterkommt, dann möchte ich dann nicht runterstehen, so schwer wie der ist. Das heißt, so eher man in der Mitte steht, desto mehr Schaden gibt es natürlich. Das heißt, wieder ein anderer, das ist so ein bisschen das Spiel. Geht man zu weit, fällt man runter. Geht man nicht weit genug, kassiert man eine Menge Schaden. So, jetzt also wieder der Reuer, hat die Akku und das sogar als Treppenspieler. Also er ist hier momentan nicht im Tech-Modus. Da muss man mal fragen. Der Fahrer geht rund, der Reuer, die könnte sich da so ein bisschen hinterher schubsen und so, dann ihr wieder ein bisschen einfacher machen. Wir sehen natürlich den Schiedersmann als Blackmage, der macht einiges an Schaden. Man sieht auch oben links die Limit-Rauschleiste. Sie fühlen sich, wenn die Jungs ihren Job richtig machen, gibt es dort eigentlich Punkte. Und jetzt wird es kritisch, jetzt geht es wieder hoch, wieder an den Krankenland, zack! Kleiner Rückstoß natürlich, aber gerade so wie Schiedersmann hat das hier ziemlich cool ausgetüftelt, wie weit er wirklich gehen kann, also knappe Kiste, aber er ist noch im Feld und nur das zählt. So, jetzt hat sich das Herz des Titanen, das muss so schnell wie möglich ausgeschaltet werden, denn man sieht schon, er hat ein paar aktives Feld, oben links das Granitgefängnis, da sollen jetzt alle Gruppenmitglieder möglichst schnell rauffeuern, damit der Kollege nochmal befreit wird und nicht kämpfen kann. Tatsächlich der erste Weißmann, der gefallen. Und da muss man sagen, das wird jetzt eigentlich schon so ziemlich knapp, muss man sagen. Denn wenn das Herz nicht schnell gut ausgeschaltet wird und dazu braucht man den zusätzlichen Mann, dann springt der gute Mann einfach mal hoch und dann haben wir ein großes Problem, dann stirbt nämlich die ganze Gruppe. Also knappe Kiste, das Herz soll nicht mehr viele knappe Punkte. Schaut viele Jungs, dass in der Zeit Limit Rausch ist und die Fertigung des Herz. Dafür ist es zerstört. Sehr schön gemacht, zwei von der Gruppe. Und man sieht wirklich, wie knapp das war. Da springt nämlich jetzt hoch und ist sauer. Nach so viel Herzschmerz möchte der Knabe sich natürlich rächen. Man sieht, die Attacke macht immer ordentlich Schaden. Die Hitpoints sind bei Elf angelangt und das Ganze jetzt besonders schwierig, denn mit nur einem Heiler jetzt zu nutzen. Das heißt, der einzige White Mage, der noch verblieben ist, der muss die ganze Gruppe am Leben halten. Der hat noch eine Menge Hitpoints dafür. Und ob das klappt, das werden wir natürlich sehen. Denn Titan jetzt mit Area of Effect Damage, das heißt mit Flächenschaden, den es natürlich geht ausweichen und Schiedersmann, das hat er sofort erkannt und richtig gemacht. Und da muss er natürlich Schaden ausweichen. Limit Rausch ist ready und ich glaube nicht, dass wir die zweite Leiste noch füllen können. Das heißt, das wäre vielleicht eine Idee, jetzt diese Spezialattacke schon einzusetzen. Besser wird es nicht mehr hier so wollen. Schnell ausgewichen. Knapp diese der Wavemage kommt gerade noch so raus, denn die Attacken vom Titan haben natürlich so einen Rückstoß. Und da muss man sagen, wenn das eintrifft, dann fällt man hier tatsächlich runter. Wieder die Area of Protect Damage. Und der White Mage macht hier wirklich einen sehr, sehr guten Job. Noch lebt die Gruppe. Und Titan, viel hat er nicht mehr. Jetzt schleicht die Limit raus von Yoshida-san. Und das setzt er hier natürlich auch wunderschön ein. Nochmal ausgewichen jetzt. Und das haben sie gleich. Das sieht gut aus. Wird das mit dem Feuerweltrekord? Das sieht verdammt gut aus. Und er geht dann auf. Titan ist geschlagen. Und Wahnsinn, diese Zeit. Also das ist auch der neue Weltrekord hier vorne, den wir gerade gesehen haben. Vielen Dank, Mori, für diese packende Reportage, für den Kommentar. Ihn hören wir drüben wieder im nächsten Durchgang um 15 Uhr. Ein Applaus, Mori. Vielen Dank. Auch vom Meister selbst. Ich kann sagen,